Envelope-Theorem. Hier soll es jetzt gar nicht so sehr um die Herleitung des Envelope-Theorems gehen oder den Gedanken dahinter, sondern vielmehr um die konkrete Anwendung, beispielsweise in einer Prüfungssituation. Zunächst einmal der Zusammenhang Lagrange und Envelope, der vielen ja vielleicht nicht ganz klar ist. Wir haben eine Aufgabenstellung, wie sie hier typischerweise in einer Prüfung vorkommen könnte. Bestimmen Sie mit Hilfe der Lagrange-Funktion die Lösung x Sternchen y Sternchen für das Nutzenproblem max x mal y unter der Nebenbedingung px plus qy gleich m. Hierbei beschreiben x und y die Mengen zweier Güter, die zugehörigen Preise werden durch p und q bezeichnet und das Einkommen mit m. Das ist jetzt eine klassische Aufgabe. Erstmal so die Frage, was haben wir denn überhaupt gegeben? Wir haben einmal die Nutzenfunktion, die maximiert werden soll. X mal y, klassische sogenannte multiplikative Nutzenfunktion. Wir wollen die Lösung x Sternchen y Sternchen haben. Das bedeutet, wir wollen die Optimalwerte, ja, Optimalwerte, das wird später noch wichtig, der Begriff, für dieses Nutzenproblem haben. Bedeutet, wir wollen die Gütermengen, ja, die Mengen zweier Güter, die x und y beschreiben, die letztendlich den Nutzen unter dieser multiplikativen Nutzenfunktion maximieren. Das heißt, gut x, Schokolade, gut y, Gummibärchen, in welcher Kombination und in welchen Mengen sollen wir diese beiden Güter kaufen, um mit der Nutzenfunktion x mal y einen maximalen Nutzen zu erzielen. Dann haben wir, das Ganze heißt ja nicht umsonst, Optimierung unter Nebenbedingung. Die Nebenbedingung px plus qy gleich m sieht vielleicht auf den ersten Blick kompliziert aus, ist es aber nicht. Denn was bedeutet es letztendlich? Die zugehörigen Preise werden durch p und q bezeichnet. Und das ist ganz einfache Mathematik. P ist der Preis von x, q ist der Preis von y. Das bedeutet, p mal x ist die Anzahl der Tafeln Schokolade, die wir kaufen, mal der Preis der Tafel Schokolade. Bei q und y genau das Gleiche, das ergibt sich analog. M ist das Guthaben. Das heißt, das ist das Budget, das wir zur Verfügung haben. Das heißt, wenn wir 100 Euro haben, die uns unsere Freundin in die Hand gedrückt hat, um loszuziehen und Schokolade und Gummibärchen zu kaufen, dann haben wir genau diese 100 Euro zur Verfügung, können Schokolade und Gummibärchen kaufen und müssen schauen, in welchen Kombinationen unter der Vorgabe, dass wir nur 100 Euro haben, wir unseren Nutzen maximieren können. Wie genau die Lagrange-Funktion aufgelöst wird, kann ich in einem anderen Video erklären. Hier geht es jetzt ja um das Envelope-Theorem. Das ist aber einfach der Zusammenhang zur Lagrange-Funktion, der ist da sehr wichtig, den herauszuarbeiten. Lösen wir das Ganze dann, wir stellen eine Lagrange-Funktion auf, machen die partiellen Ableitungen nach x, nach y und nach lambda, lösen das Ganze dann auf und erhalten dann als Ergebnis Folgendes. Wir erhalten als Ergebnis x Sternchen, y Sternchen, ja, für die, die es noch nicht wissen, Sternchen bedeutet immer, wir haben den Optimalwert, ist dann m durch 2p. Und m durch 2q. Sieht vielleicht auf den ersten Blick jetzt auch nochmal kompliziert aus, aber hier einfach nochmal vor Augen führen, wir haben ja keine genauen Preise gegeben. Ja, wir wissen nicht, wie viel kostet eine Tafel Schokolade, wie viel kostet x, wir wissen einfach nur, es kostet p. Bedeutet, wenn wir 100 Euro haben und wir haben p angenommen 5 Euro, dann haben wir hier nichts anderes als 100 geteilt durch 10. Weil 2 mal 5 sind 10, 100 geteilt durch 10 sind 10. Bedeutet, in dem Fall wären es dann 10 Tafeln Schokolade, die wir kaufen können. Einfach als Beispiel. So, doch was hat das Ganze jetzt mit dem Envelope-Theorem zu tun? Darum soll es hier gehen. Das wäre dann eine klassische Aufgabe für das Envelope-Theorem. Ja, bestimmen Sie nun die indirekte Nutzenfunktion U-Sternchen in Abhängigkeit von P, Q und M, X-Sternchen mal Y-Sternchen und berechnen Sie deren partielle Ableitung nach P, Q und M. Zeigen Sie zudem unter Verwendung der Lagrange-Funktion, dass das Envelope-Theorem gilt. Was sagt uns das jetzt? Was müssen wir hier tun? Indirekte Nutzenfunktion. Was ist eine indirekte Nutzenfunktion? Nun, wir haben ja oben im ersten Aufgabenteil haben wir das Nutzenproblem. Ich markiere es jetzt hier nochmal. Nutzenproblem x mal y maximieren gegeben. X mal y ist unsere Nutzenfunktion. Das bedeutet, dass die indirekte Nutzenfunktion oder auch Optimalwertfunktion genannt nichts anderes ist als unsere Nutzenfunktion mit den eingesetzten Optimalwerten. Deshalb sehen wir hier auch x Sternchen mal y Sternchen. Das bedeutet, wir machen nichts anderes als unsere Optimalwerte in diese Funktion einzusetzen. Bedeutet, wir haben für u Sternchen
So, das lasse ich jetzt hier mal noch frei. Haben wir x Sternchen mal y Sternchen. Und das ist nichts anderes als m durch 2p mal m durch 2q. Weil das sind die Optimalwerte, die wir oben herausgearbeitet haben. Und warum jetzt indirekte Nutzenfunktion? Weil unsere indirekte Nutzenfunktion nun in Abhängigkeit von dem Preis des ersten Gutes, dem Preis des zweiten Gutes und dem Budget ist. Und das ist ja auch logisch, wenn wir uns das mal, wenn wir uns mal von Mathe loslösen und uns überlegen, wie können wir denn unseren Nutzen maximieren? Von was hängt denn unser maximaler Nutzen ab? Nun, von dem Preis der Schokolade, von dem Preis der Gummibärchen und von unserem Budget. Kriegen wir von unserer Freundin 200 € statt 100 €, dann haben wir eine andere Nutzenfunktion, also dann haben wir eine andere Optimalwerte. Ja, die Nutzenfunktion ist die gleiche, aber wir haben andere Optimalwerte. Kostet die Schokolade auf einmal doppelt so viel oder die Gummibärchen nur halb so viel, haben wir wieder andere Optimalwerte. Bedeutet, die indirekte Nutzenfunktion, die Optimalwertfunktion ist genau von diesen Parametern abhängig. So, was hat das, um jetzt den Bogen zu spannen, mit dem Envelope-Theorem zu tun? Ganz einfach gesagt, das Envelope-Theorem gilt genau dann, wenn die partiellen Ableitungen der indirekten Nutzenfunktion nach den Parametern p, q und m gleich den partiellen Ableitungen der Lagrange-Funktion nach den Parametern p, q und m ist. Bedeutet, wenn ihr in einer Prüfungssituation das Envelope-Theorem beweisen müsst, müsst ihr nichts anderes tun, und das steht kulanterweise hier ja sogar in der Aufgabenstellung drin, ja, dass wir hier die partiellen Ableitungen berechnen sollen, müsst ihr nichts anderes tun, als U-Sternchen partiell nach den Parametern abzuleiten, das Ganze für die Lagrange-Funktion zu tun und dann zu beweisen, dass die beiden Werte übereinstimmen. Das können wir auch mal eben kurz machen. Diese Funktion vereinfacht, ja, immer wenn ihr vereinfachen könnt, könnt ihr es machen. Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr es nicht unbedingt machen. Aber es bietet sich manchmal an zu vereinfachen. So. Das heißt, unsere indirekte Nutzenfunktion ist nichts anderes als m Quadrat durch 4pq. Das ist auch einfache Mathematik. M mal m sind m Quadrat, 2p mal 2q sind 4pq. So. Bedeutet, wir leiten nun die indirekte Nutzenfunktion nach p ab. Wir leiten die indirekte Nutzenfunktion nach q ab. Und wir leiten die indirekte Nutzenfunktion nach m ab. So, und wenn wir das tun, dann ergibt sich Folgendes. Wir haben hier das Ergebnis hier ein bisschen aufpassen mit negativen Vorzeichen. Minus m Quadrat durch 4p Quadrat q. Und wer dann die Lagrange-Funktion nach p ableitet, wird genau das gleiche Ergebnis erhalten. Ja? Das könnt ihr mir jetzt glauben oder selber nachrechnen. Es ist so. Und analog ergibt sich das gleiche für die partielle Ableitung der indirekten Nutzenfunktion nach q und für die partielle Ableitung der indirekten Nutzenfunktion nach m. Für q ergibt sich analog ebenfalls negatives Vorzeichen 4pq Quadrat gleich die Lagrange-Funktion, ups, hier habe ich ein del vergessen, nach del q. Und hier ergibt sich m durch 2pq gleich del l nach del m. Und das ist es schon. Ja, das bedeutet, wenn ihr die indirekte Nutzenfunktion nach den Parametern ableitet, die Lagrange-Funktion nach den Parametern ableitet und diese Ergebnisse übereinstimmen, dann ist das Envelope-Theorem gegeben und dann habt ihr euch ganz einfach diese Punkte hier in der Klausur geholt. Wer vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten habt, hat beim partiellen Ableitungen solcher doch etwas komplizierteren Terme, ja, der kann jetzt die letzten 30 Sekunden ungefähr noch dranbleiben. Ich zeige hier mal ein Beispiel, wie das Ganze zu lösen ist. Nehmen wir doch einfach dieses Beispiel m Quadrat durch 4pq. Das Ganze ist u Sternchen. So, wenn wir das Ganze jetzt nach p ableiten, dann steht hier ja letztendlich nichts anderes. Also wenn wir diese Funktion hier umstellen, dann steht hier ja nichts anderes als m Quadrat mal
4pq hoch minus 1, weil 1 durch n das gleiche ist wie 1 mal n hoch minus 1. Ja, auch Basic Mathe Regel. So, das bedeutet, wir können das Ganze umstellen nach n Quadrat mal 4 hoch minus 1, p hoch minus 1, q hoch minus 1. Dann haben wir die Terme hier separiert und können dann auch leichter partiell ableiten. Da kann man sich das so ein bisschen vor Augen führen. Man hat die Sachen so ein bisschen auseinandergezerrt und kann das Ganze dann spielend einfach partiell ableiten. So, die ganzen Terme sind multiplikativ. Das heißt, wir haben keine additiven Konstanten. Das heißt, beim partiellen Ableiten bleibt alles genauso stehen. Bedeutet, wir haben del u Sternchen nach del p. M Quadrat, multiplikative Konstante, bleibt einfach so stehen. 4 hoch minus 1, multiplikative Konstante, bleibt so stehen. Wir leiten ja nach p ab. Das bedeutet, wir haben minus p, weil die minus 1 nach vorne gezogen wird. Ganz normales Ableiten. Hoch minus 2, Exponent wird um 1 verringert. Mal q hoch minus 1, multiplikative Konstante, bleibt einfach so stehen. Und das Ganze können wir dann wieder umschreiben in m Quadrat durch 4p hoch 2q, weil die negativen Exponenten wieder positiv werden. Ja, die gehen dann hier rein. Die 1 hätte man jetzt noch hinschreiben können. Das Ganze wird zu 2. Und jetzt ganz wichtig, Fehler, der häufig passiert, diese Minus kann auch nach vorne geschrieben werden und somit wird das Ganze zu minus m² durch 4p² q. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke, so ist es nachvollziehbar, so ist es in einer Prüfungssituation zu lösen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen.